Herr Brodbeck, Sie schickt der Himmel. Will er nicht? Er wollen schon, aber können nicht. Aber Sie sind doch ein Fachmann. Tut mir leid, ich bin kein Automechaniker. Und von Oldtimern verstehe ich erst recht nicht. Aber was halten Sie davon, wenn ich ihn in unsere Werkstatt schleppen lasse? Auf Kosten des Hauses, versteht sich. Ich meine, solange es das Autohaus Wöller noch gibt. Das wäre allerdings toll. Aber Vorsicht, Finger, sagen Sie nichts dem Herrn Wöller. Der ist im Moment auf Nonnen nicht gut zu sprechen. Der ist auf keinen gut zu sprechen. Hanna, Telefon, Hildegard. Ja, ich komme. Gehen wir rein. Darf ich? Oh ja, danke schön. Ist es also soweit mit dem Autohaus? Ja, der nächste Erste ist der Letzte. Aber Herr Wöller weigert sich, das zu akzeptieren und uns endlich zu sagen, wie es weitergehen soll. Soll das heißen, er hat Ihnen noch gar nicht Bescheid gesagt, dass das Autohaus aufgegeben wird? Nein. Und wäre ich nicht zufällig am Telefon gewesen, als die Hauptvertretung aus München angerufen hat, dann wüsste ich auch nichts davon. Ach. Und Herrn Hund geht's wirklich gut? Ja. Fehle ich ihm denn? Schön. Sie ist jetzt da. Und sag ihm, dass ich ihn vermisse. Grüß Gott, Herr... Brodbeck. Ja. Ja, Hildegard. Katastrophe. Du sollst sofort nach München kommen. Lass mich raten. Der Herr Wöller. Ja. Er hat der Mutter gesteckt, dass ihr die Waldorchideen gepflanzt habt. Dann sagt der Mutter doch bitte, dass ich ihrem Wunsch zu erscheinen gerne nachkommen würde, aber unser Auto ist kaputt. Du kannst dir langsam eine neue Ausrede einfallen lassen. Stimmt aber. Aber das nimmt mir die Mutter nicht ab. Wenn sie es nicht glaubt, kann sie gerne Herrn Brodbeck vom Autohaus Wöller anrufen. Wir sitzen nämlich gerade hier und warten auf den Abschleppwagen. Gelobt sei Jesus Christus. Entschuldigung. Aber ich bitte Sie. Ja, warum konfrontieren Sie denn den Herrn Wöller nicht einfach damit? Ich meine, selbst er muss sich doch Gedanken darüber machen, wie es mit Ihnen allen weitergehen soll. Das sollte man meinen. Aber Sie wissen doch, wie er ist. Wenn ich ihm damit komme, rastet er doch nur wieder aus. Ja, und wenn ich damit komme, macht das auch keinen Unterschied. Dabei hätte ich sogar eine Idee, wie er seine Firma über Wasser halten könnte. Darf ich fragen, was für eine Idee? Ja, sicher. Ja? Du hast Besuch, die Frau Laban. Biet ihr einen Kaffee an, wir sind gleich fertig, ja? Ja. Sie haben ja gehört, sie hat noch Besuch. Ach, und wen? Der Herr Brodbeck. Aber setzen Sie sich doch. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ach, das wäre lieb. Ich bin heute noch gar nicht dazugekommen. Ja, gut. Oh, das geht ja heute zu, wie im Taubenschlag. Lass nur, ich mach schon. Danke. Ja? Möchten Sie zu unserer Beratungsstelle? Sehe ich wirklich schon so krank aus? Eigentlich nicht. Da bin ich aber froh. Gerhard Schaaf, ich möchte gerne mit Schwester Hanna sprechen. Wir kennen uns noch aus dem Glöckner von Kaltental. Bühnenbildner. Darf ich? Nein. Wenn Sie bitte im Refektorium warten wollen, ich werde dann Schwester Hanna benachrichtigen. Ihr Kaffee. Vielen Dank. Möchten Sie vielleicht auch ein Stück Käsekuchen? Es ist von gestern noch etwas übrig. Nein, danke, Schwester. Ich kann das Wort Käsekuchen jetzt für längere Zeit nicht mehr hören. Aha. Apropos Käsekuchen. Der Herr Wöller. Marianne Laban, ich bin zurzeit nicht... Zicken Draht. Gnädige Frau glänzt mal wieder durch Abwesenheit. Ja, und angerufen hat sie auch nicht. Ich mache mir ehrlich gesagt schon Sorgen. Ich nicht. Gibt die Mutter Oberin endlich klein bei? Nein. Dann verbinden Sie mich umgehend mit ihr. Das sieht ja gut aus. Mein Käsekuchen, eine Tasse Kaffee. Wenigstens das funktioniert. Ach ja. Aber ganz gut, dass Frau Laban nicht da ist. Ich muss nämlich dringend mit Ihnen reden, Herr Wöller. Aha. Sie hatten mir zugesagt, dass Frau Laban bis spätestens zum Monatsende kündigen würde. Aber es sieht irgendwie gar nicht danach aus. Tja, dann ziehen Sie doch die Mobbing-Schraube etwas stärker an. Was meinen Sie damit? Ja, eine kleine Unverschämtheit da, eine Gemeinheit hier. Ich meine, wenn Sie diesen Job haben wollen,
dann müssen Sie sich schon kräftig ins Zeug legen. Aber ich, ehrlich gesagt, ich mag die Frau Labern. Ja, meinen Sie, ich nicht. Aber sie hat sich für einen anderen entschieden, mit drei Plagen. Und diesen Job hier, den kann man nicht so nebenbei erledigen. Das wird wahrscheinlich die Mutter Oberin sein. Rathaus Galtental. Hermann, was willst du? Ja, was sonst? Ich dachte, ihr seid noch beim Abholzen. Solange die Mutter Oberin nicht klein beigibt, wird weiter abgeholzt. Ende. Ja, was ist? Verbinden Sie mich mit Mutter Oberin. Jetzt stehen Sie nicht so rum wie eine Straßenbahn bei Stromausfall. Und lassen Sie sich nicht wieder von der Blindschleiche im Vorzimmer abwimmeln, ja? Schwester, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Weil lange halte ich das nicht mehr aus mit der Frau Rathke bei mir im Vorzimmer. Ist sie so furchtbar? Nein, sie ist ausgesprochen nett und kooperativ. Und egal, was Wöller treibt oder ablässt, Sie wissen ja, wie er sein kann, nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Sie schluckt einfach alles und tut ihre Arbeit und das auch noch gut. Tja, dann? Ich kündige. Dann hat die liebe Seele ihre Ruhe. Nein, Frau Labern, bitte nicht. Ich brauche sie dort. Heirate den Konrad und kümmere mich um seine Kinder. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Na, zum Beispiel, toll, Frau Labern. Oder sind Sie wahnsinnig, Frau Labern? Ach, ich soll das entscheiden? Ja. Frau Labern, Sie machen sich das ganz schön einfach. Wenn es dann schief geht, bin ich schuld. Im Grunde habe ich mich schon entschieden. Zu zweit sind wir im Vorzimmer völlig überbesetzt und Frau Rathke braucht den Job und ich werde zu Hause gebraucht. Aber trotzdem, danke. Und wenn es tatsächlich schief gehen sollte, dann kriegen Sie hier eine neue Novizin. Jederzeit. Also viel Glück. Kann ich brauchen. Ah, Gerhard. Wie schön. Wie geht's am Theater? Ist was? Katastrophe, Hanna. Was ist los? Ich weiß nicht mehr weiter. Was ist passiert? Günther hat seinen Job in der Schule geschmissen und will zurück nach München. Was? Warum das denn? Er hat seinen Schülern erzählt, dass wir morgen heiraten wollen. Mhm. Und die haben es natürlich ihren Eltern erzählt. Und ein paar von denen sind sofort zum Schuldirektor gelaufen. Und dieses Weichei hat jetzt Günther ganz massiv nahegelegt, sich doch versetzen zu lassen. Was? Das gibt's doch gar nicht. Doch, Hanna. So etwas gibt es. Hier und heute. Aber sowas darf man sich nicht gefallen lassen. Da muss man doch was unternehmen. Soll ich mal mit dem Direktor reden? Das ist doch sinnlos. Günther will nicht mehr. Er ist so fertig, dass er unsere Hochzeit absagen will. Ja, doch, wie geht das? Also ich meine, wir haben einen bestehenden Vertrag. Ja, da muss eine Entschädigung drüber machen. In Millionenhöhe, so sehe ich das. Etwas schon wieder? Das ist meine erste. Ich habe ja sowieso nichts zu tun. Alle wollen nur zu Hanna. Wir sind hier nur zur Dekoration. Ach was? Da, schau mal. 5 Eier. Das reicht mindestens für ein Gemüseomelett oder für eine Eierstichsuppe.
Wie schön, Agnes. Ich kann es kaum erwarten. Wer ist das denn? Ein Abschlüpfer. Das kommt vom Rauchen. Jetzt mach die Zigarette aus und komm. Nein, die rauche ich zu Ende. Grüß Gott. Frau Schwester, welche von den Wagen sollen abgeschleppt werden? Ich glaube, der Schwarze. Die sind beide schwarz. Welcher denn nun? Wahrscheinlich der da. No, dann muss der aber weg, weil sonst kommen schon denen nicht ran. No? Soll ich nicht doch noch mal mit Günther reden? Das ist sinnlos. Der wollte ins Rathaus und die Hochzeit absagen. Entschuldigung, dass ich störe, aber der Wagen von dem Herrn steht im Weg und der Abschleppdienst ist schon da. Tut mir leid, ich komme. Danke. Er kommt gleich. Gerhard, aber so schnell geben wir nicht auf. Telefon! Ich bin nicht dran. Telefon! Ich glaub's nicht. Oh. Kloster Kaltenthal, Schwester. Tut mir leid. Aber die Mutter meint, dann sollst du eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Auf jeden Fall will sie dich heute hier sehen, sonst kannst du dir einen anderen Orden aussuchen. Na gut, dann sag ihr halt... Nein. Tue ich nicht. Aber bitte, ich verbinde dich gerne. Nein, nein, Hildegard. Na gut, irgendwie werde ich es schon schaffen. Gut. Und zieh dich warm an, weil sie ist mal wieder auf... Gelobt sei Jesus Christus. Hildegard, der Hund muss Gassi. Können Sie das erledigen? Ich erwarte jeden Augenblick den Anruf von Weihbischof Kalkbrunner. Wie Sie meinen. Komm, Herr Hund. Deine Mutter Oberin hat heute keine Zeit für dich. Ich weiß, ich habe Ihnen versprochen, dass ich mich um das Tier kümmern werde. Aber ich kann mich nicht vierteilen. Schon gut. Hildegard, wenn Sie ihn kurz von der Leine lassen, klappt es schneller mit dem Geschäftchen. Absagen? Nein, das wirst du nicht tun. Du wirst weitermachen wie geplant und ich verspreche dir, die Hochzeit wird stattfinden. Und wenn nicht hier im Rathaus, dann eben bei uns im Kloster. Ja, das sagst du so einfach. Ja, einfach wird's nicht werden. Also komm, Gerhard. Okay, aber du kommst heute Abend zu unserem Polterabend. Ach, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich muss noch mal nach München, ins Mutterhaus, weil die... Oh, bitte. Also, komm, hör auf damit. 20 Uhr? Ja. Okay, ich verlasse mich auf dich. Ja, ja. Herr Reichert. Ja. Ach, Gott sei Dank erwische ich Sie noch. Sie haben doch die Hochzeit nicht etwa schon abgesagt. Ich bin gerade dabei. Oh, Gerhard war bei Ihnen. Ja, und ich muss Ihnen sagen, ich kann ihn völlig verstehen. Sowas darf man sich nicht gefallen lassen. Schwester, bitte. Herr Reichert, ich weiß, es tut weh, wenn man nicht akzeptiert wird. Aber verstehen Sie doch auch den Gerhard. Er liebt Sie, aber er liebt auch seinen Job hier. Und er will nicht nach München. Ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Verstehen Sie doch. Ich habe nach all den Jahren einfach keine Lust mehr auf diese Verleumdungen, diese Intrigen. Hm? Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ein Wink des Himmels. Frau Radke! Entschuldigen Sie einen Moment. Frau Laban! Also, wenn man sich auf die Damen verlässt, ist man verlassen. Herr Doktor, passen Sie auf. Ich rufe Sie in 10 Minuten noch mal an. In der Zwischenzeit können Sie ja bei der Generalvertretung anrufen und denen kräftig den Marsch blasen. Genau. Also bis dann, Herr Doktor. Frau Laban! Ja, wo zum Teufel sind Sie denn? Aha. Darf doch nicht wahr sein. Gratuliere. Sie haben es geschafft. Ich kündige fristlos. Labern. Na, wer sagt's denn? Herrn Weller? Aha. Es tut mir leid, aber ich glaube, es ist doch für beide Seiten besser, wenn ich meine Probezeit mit sofortiger Wirkung beende. Ja, sind die denn von allen guten Geistern verlassen? Sie fehlen mir gerade noch zu meinem Glück. Hier. Frau Laban hat fristlos gekündigt. Ich weiß. Aber das wollten Sie doch. Außerdem haben Sie ja immer noch Ihre Frau Radke. Die hat auch gekündigt.
Ach du Schande, dann sind Sie ja sozusagen vollweise. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber ein Wöller lässt sich nicht unterkriegen. Mein Anwalt ist gerade dabei, der Generalvertretung München klarzumachen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Dass Sie so, also ohne Entschädigung in Millionenhöhe, an das Autohaus nicht aus diesem Vertrag kommen. Aber wo der Vertrag ist, was soll die labern? Tja, aber ich fürchte mal, das ist noch Ihr kleinstes Problem. Wieso? Oder was halten Sie von der Schlagzeile? Bürgermeister Wöller duldet, dass der beliebte und exzellente Lehrer Günther Reichert vom Gymnasium fliegt. Ja, was hat das mit mir zu tun? Der Herr Reichert hat sich vor seiner Klasse geoutet. Geoutet? Ja, weil er diese Lügerei und das Versteckspiel einfach satt hatte. Ja, wollt ihr damit sagen, dass er vom anderen Ufer ist, oder was? Ja. Aha. Und er will seinen langjährigen Partner, den Gerhard Schaaf, ach, den kennen Sie übrigens, der war der Bühnenbildner vom Glöckner. Heiraten? Ja, heiraten geht ja nicht, aber sie wollen eine Lebensgemeinschaft eintragen lassen. Und ich halte diese Direktion... Also Sie können halten, was Sie wollen, aber jetzt halten Sie erstmal die Luft an. Ein schwuler Lehrer outet sich vor seiner Klasse, weil er einen Mann heiraten will. Und Sie finden das in Ordnung? Ja, Sie etwa nicht? Ja, private Ebene, da können die machen, was sie wollen. Aber ich als Bürgermeister, ich unterstütze das nicht. Ja, auch nicht, wenn die Mädchen und Jungen das für total cool halten? Also cool hin oder her. Verschonen Sie mich. So, ich muss jetzt nach München. Einmal dürfen Sie raten, wohin? Zur Mutter? Ach, das ist ja wunderbar. Unser Auto ist in der Werkstatt, da kann ich ja gleich mit Ihnen mitfahren. In welcher Werkstatt? In Ihrer. Meine Firma ist am Ende. Meine Sekretärin haben das Weite gesucht. Und Sie haben die Stirn, Ihre Schrottlaube bei mir reparieren zu lassen. Für einen Vergeltskott nehme ich an. Ja. Und als Dank dafür darf ich Sie dann durch die Gegend chauffieren. Oder wie, oder was? Ja. Das gibt uns doch die Chance, unterwegs gewisse Dinge zu regeln und unsere reparaturbedürftige Beziehung wieder auf Vordermann zu bringen. Ne? Also kommen Sie. Also jetzt schau mal. Hier ist es doch perfekt. Ja, besser wird's nicht. Jetzt mach schon. Oder hier. Ja, was guckst du denn so? Also, ich mach dich jetzt kurz los. Aber schön hier geblieben, hörst du? Ja, also halt, halt! Herr Hund! Herr Hund, hier geblieben! Herr Hund, komm sofort zurück! Dann richten Sie Herrn Kalkbrunner aus. Bitte, auch ich habe Kontakte zum Vatikan. Und wenn er es nicht für nötig hält, hier bei mir zu erscheinen, nach allem, was er über Herrn Rossbauer und mich verbreitet hat, dann tut es mir leid. Wo waren Sie? Ich habe mich auf das Eigentliche und Wesentliche meines Berufs besonnen und, den Priesterberuf ausgeübt. Und inzwischen intrigiert Herr Kalkbrunner weiter gegen Sie, Gottlieb. Dieser Mann gräbt Ihnen das Wasser ab. Ich habe keine Lust, mit ihm als meinen neuen Oberhirten den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich kann dazu nur sagen, Gottes Wille geschehe. Aber wo ist der Hund? Ich dachte, Sie wollten mit ihm den Rest Ihres Lebens verbringen. Schwester Hildegard ist mit ihm Gassi und Sie lenken ab. Schwester Hildegard ist mit ihm Gassi, so, so. Mhm. Ja, ja, ja. Mein Gott. So ein Tier ist schlimmer als ein Kind. Und dauernd schaut es einen an und will irgendwas. Dabei habe ich auch noch eine Nebenbeschäftigung. Zum Beispiel ausbügeln, was Schwester Hildegard während meiner Abwesenheit mit meinem Anlagenportfolio angestellt hat. Da sind Sie ja endlich. Und wo ist mein Hund? Beck. Abgehauen. Wie bitte? Ich hab ihn nur kurz von der Leine gelassen, wie Sie gesagt haben. Und da ist er losgerannt. Muss ich alles alleine machen? Ich habe ihn überall gesucht, aber nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Wir suchen ihn. Kommen Sie. Sie auch. Da
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, kein Wunder bei dem Stress. Man kann nicht an alles denken. Aber dafür haben wir einen Reservekanister. Tja. So. Das darf doch nicht wahr sein. Sagen Sie bloß, es ist keiner drin. Da gibt's ja in jeder Tankstelle. Ich würde vorschlagen, ich halte die Stellung und Sie laufen schon mal los. Ich? Ja. Hier, das müsste reichen für Kanister Benzin. Ich denke überhaupt nicht daran. Oh, Schwester. Sie haben das verbockt, nicht ich. Außerdem weiß ich gar nicht, wo die nächste Tankstelle ist. Ja, in Grottendorf. 2-3 Kilometer hier sind wir gerade durchgefahren. Da bin ich ja über eine Stunde unterwegs. Da kann ich ja gleich auf den nächsten Bus warten. Also gut. Pass auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie laufen zur Tankstelle und ich verrate Ihnen die Leichen, die der Weihbischof Kaltbrunner in seinem Keller hat. Aus seiner Studentenzeit. Und sorgen dafür, dass der Rektor sich bei Günter Reichert in aller Form und öffentlich entschuldigt. Nur über meine Leiche. Herr Wöller. Im Gegenteil. Ich meine, wenn ich den Job von Bischof Rossbauer retten soll, dann geben Sie gegenüber der Mutter Oberin zu, dass Sie Ihre Waldorchideen gepflanzt haben. Abgemacht? Abgemacht. Aber über den Rektor reden wir noch. Sie schickt der Himmel, Herr Meier. Sie haben doch sicher einen Reservekanister dabei. Gehört zur Grundausstattung. Benzin alle, Herr Oberbürgermeister? Mhm. Tja. Ihrem kriminalistischen Spürsinn entgeht wohl gar nichts. Also machen Sie schon, wir haben es eilig. Gern. Aber eine Hand wäscht die andere. Wie? Dafür kriege ich von Ihnen die Spitzen von den Tannen, die der Huber abholzt. Ja, wieso das denn? Weihnachtsbäume für seine Oma. Sie sagt's. Jetzt sagen Sie schon ja, dass wir weiterkommen. Ja. Bitte? Also, manchmal könnte ich Sie... Ja, ja. Das geht nicht nur Ihnen so, aber ich habe einen wachsamen Schutzengel. Da drüben,